Die IP-Kameras sind je nach Modellwahl für die Videoüberwachung bei Tag und Nacht in geschlossenen Räumen und im Freien geeignet. Damit Ihre Kamera im Alarmfall Videos aufzeichnen kann, legen Sie je nach Modell eine Micro-SD-Karte bis maximal 32 GB ein. Um die IP-Kamera in das Alarmsystem einzubinden, schließen Sie das Funkmodul mit der entsprechenden Schnittstelle an die IP-Kamera an. Verbinden Sie zuerst das Stromkabel des Funkmoduls mit dem Netzteilanschluss der Kamera und dann das Netzteil mit dem Netzteilanschluss des Funkmoduls. Zum Anmelden der IP-Kamera an die Basisstation deaktivieren Sie zuerst die Tastensperre, geben dann die PIN-Nummer ein und bestätigen die Eingabe mit OK. Drücken Sie jetzt die Menüpfeil-Oben-Taste, danach die Pfeil-Unten-Taste. Im Display erscheint Registrieren. Bestätigen Sie mit der OK-Taste. Sobald im Display Suchen angezeigt wird, können Sie die IP-Kamera registrieren. Lösen Sie jetzt die IP-Kamera aus, indem Sie das Stromkabel vom Stromanschluss entfernen und direkt wieder verbinden. Im Display der Basiseinheit erscheint OK. Die Stellmotoren werden automatisch überprüft. Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Bei erstmaliger Inbetriebnahme muss die Kamera über ein Netzwerkkabel mit dem Router verbunden werden. Für eine Einbindung in Ihr WLAN benötigen Sie die ProHome IPC-App, erhältlich für Android und iOS. Starten Sie die App und tippen Sie auf Kamera hinzufügen. Am einfachsten ist es, wenn Sie auf Scannen gehen und mit der Smartphone-Kamera den auf der Unterseite der Kamera befindlichen QR-Code einscannen. Geben Sie das Passwort Admin ein. Sie finden es ebenfalls auf der Unterseite der Kamera. Jetzt können Sie die Kamera über die WLAN-Einstellung ins heimische Netzwerk einbinden. Gehen Sie hierzu in das Menü WLAN-Einstellungen anpassen. Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk aus und geben Sie das dazugehörige Passwort ein. Achten Sie unbedingt auf die richtige Schreibweise. Bestätigen Sie zum Beenden der Installation alle weiteren Vorgänge mit OK. Tippen Sie nun auf die in der App angezeigte Kamera und ändern Sie Ihr Passwort. Ohne diese Änderung kann die Kamera nicht in Betrieb genommen werden. Jetzt können Sie das Netzwerkkabel von der Kamera entfernen und diese an dem zu überwachenden Bereich positionieren. Die Kamera steuern Sie ganz einfach über die eingeblendeten Symbole, wie zu sehen mit Pfeil oben, Pfeil unten und so weiter, in die entsprechenden Richtungen.